Also das, was in den Medien dann aufschlägt, ist nicht unbedingt das, was tatsächlich in den wissenschaftlichen Einrichtungen diskutiert wird. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Vernunft in den wissenschaftlichen Einrichtungen, also die zurückhaltende Vernunft, die Distanz zum Thema durchaus da ist. Also es ist nicht so, dass die Klimaforschung vollständig zum Klimaaktivismus übergelaufen ist und vergessen hat, was eigentlich Wissenschaft ist. Sagt Hans von Storch. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Gerade ist im ägyptischen Sharm el-Sheikh die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Und während die Staaten der Welt auch in vielen anderen Fragen apathisch und regungslos auseinanderdriften, scheint es ebenso in Klimafragen keinen Fortschritt zu geben. Im Gegenteil, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP befürchtet, dass die guten Absichten, die die Welt vor gerade einmal 7 Jahren im Klimaabkommen von Paris festgeschrieben hat, nicht mehr zu halten sein werden. Andere sehen sogar das 2-Grad-Ziel längst gefährdet. Doch statt nüchtern über die gebotenen Sachfragen zu debattieren, drehen Klimaaktivisten an der Hysterieschraube, während viele Staaten des Westens, darunter auch Deutschland, aufgrund des Ukraine-Kriegs die fossilen Energieträger wiederentdecken. Wie also steht es wirklich um das Klima und um die Erderwärmung? Im Cicero-Podcast Gesellschaft habe ich über diese Frage mit dem Klima- und Küstenforscher Hans von Storch gesprochen. Von Storch lehrte am Institut für Meteorologie an der Universität Hamburg und war Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht. 2013 veröffentlichte das langjährige SPD-Mitglied das Buch »Die Klimafalle – Die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung«, mit dem Hans von Storch den Alarmismus zahlreicher Kollegen brandmarkte. Als ausgewogener und stets besonnener Streiter für eine nachhaltige Klimapolitik ist Hans von Storch somit der richtige Gesprächspartner, um Objektivität und Fakten in den erhitzten Diskurs um die Erderwärmung zu bekommen. Herr von Storch, zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns über die aktuelle Weltklimakonferenz und über all die Dinge zu sprechen, die wir über den Klimawandel unter anderem wissen können. Bevor wir aber über das Wissen selbst reden, würde ich gerne über die Wissenschaft reden und mit einer aktuellen Meldung einsteigen. Ich las gestern in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass eine Gruppe, die sich Science Rebellion nennt, Klimaaktivisten, sich in Berlin an Private Jet Terminal festgekettet hätten, um dort gegen die Vielfliegerei letztlich zu protestieren. Nun sind sie Jahrgang 1949 und vermutlich ist Rebellion oder ihre rebellische Phase schon vorbei. Aber ist das der Ort, wo Wissenschaftler sich in diesen Tagen verorten sollten, auf der Seite des Protestes? Nein, ich finde, Wissenschaftler sollten sich verorten auf der Seite von Wissenschaft. Das heißt, im Sinn haben, Wissen zu schaffen, Wissen, das falsifizierbar ist, unabhängig davon, ob es dann am Ende jener Agenda, der man emotional am nächsten steht, dient oder nicht. Es ist ja auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise beispielsweise viel über die Rolle von Wissenschaft gesprochen worden. Es gab dort das Schlagwort Follow the Science, auch das gibt es ja in der Debatte um den Klimawandel. Ist das etwas, wo Sie etwas mit anfangen können? Follow the Science, was könnte das in dem Zusammenhang heißen? Das heißt in dem Zusammenhang nicht Follow the Science, sondern Follow the Scientists who say what I want to hear. Ja. Es ist ja nicht so, dass es the Science gibt, sondern Science ist ein Prozess, mit dem sehr viele Akteure beteiligt sind, die auch ein Spektrum an Wahrnehmungen und Deutungen haben. Ein Teil von diesen Deutungen ist robust, das heißt, der wird geteilt von fast allen, aber andere sind es durchaus nicht. Einige haben die Neigung, dass sie theoretische Möglichkeiten als Faktum in die Welt setzen. Dies wird von denen, die Follow the Science sagen, denen wird gern gefolgt. Andere sind da vorsichtiger. Ich denke, die richtige Aussage müsste sein, ich glaube, das war auch die ursprüngliche Aussage etwa von Frau Thunberg, nicht follow the science, sondern listen to the science. Und das ist in der Tat vernünftig. Man soll sich anhören, was die Wissenschaftler zu sagen haben über ihre Wissenschaft und nicht darüber, was sie sonst meinen und über Fragen, in denen sie selbst Laien sind.
Würden Sie denn sagen, dass jetzt gerade in dem Bereich Klimaforschung im weitesten Sinne, dass dort Wissenschaftler die Möglichkeit haben oder ausreichend Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen? Es gibt da ja immer einmal diese mediale Rezeption von Phänomenen und es gibt die rein wissenschaftliche Rezeption. Und an dieser Schnittstelle, da hakt es ja oftmals. Also würden Sie sagen, es gibt zunächst ausreichend Möglichkeiten, das in die Öffentlichkeit zu bringen, das Wissen? Doch, eigentlich schon. Tatsächlich werden Wissenschaftler ja sehr stark nachgefragt durch die Medien. Dass dabei in Deutschland insbesondere ein Institut meinungsführend ist, so dass fast alle Journalisten meinen, das, was die erzählen, ist die Wahrheit, obwohl es vielleicht ab und zu nur gewagte Hypothesen sind. Das ist so. Und man würde sich freuen, wenn die Redaktionen da einen etwas offeneren Umgang mit dem, was wir Wissenschaft nennen, betreiben würden. Also da wird allzu oft eben einer bestimmten Linie gefolgt. Und ich habe zum Beispiel gestern eine Fernsehwetteransagerin erlebt, die also sozusagen brühwarm, was direkt aus dem Hause kam, berichtet hat und nicht etwa die Aussagen, die etwa aus dem Max-Planck-Institut für Meteorologie kommen, dass ja die führende Einrichtung in Deutschland in diesem Bereich ist. Die geben aber nicht so oft eine Presseerklärung raus, nämlich vielleicht nur alle zweimal im Jahr oder dreimal, während das andere Institut alle drei Tage eher eine Pressemitteilung rausgibt. Wenn man sich jetzt die Medienberichterstattung auch jetzt gerade wieder rund um den Weltklimagipfel anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass gerade in diesen Tagen wieder so eine Form von Alarmismus zugenommen hat, wie man sie aus Zeiten von vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren vielleicht kannte. Also ich nehme nur mal das aktuelle, ich habe es jetzt gerade nicht hier, das aktuelle Spiegelcover, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, der Kölner Dom, der unter Wasser steht. Jetzt weiß ich, dass explizit Sie sich vor gut 10 Jahren mal gegen diese Form von Alarmismus ein wenig gewährt haben. Aber kann man nicht sagen, dass in Anbetracht der Entwicklungen, die wir beobachten konnten, dass das vielleicht doch gerechtfertigt ist? Also erstmal unterscheidet sich dieses Titelblatt in einer ganz wesentlichen Weise. Nämlich der Kölner Dom steht hinter Mauern. Das heißt, die Verantwortlichen haben darauf reagiert, auf den Klimawandel mit Anpassungsmaßnahmen. Das war damals nicht der Fall. Damals stand er einfach im Wasser und er lief voll. Jetzt läuft er nicht voll. Also insofern ist dort durchaus eine wesentliche Änderung da, dass man nicht sagt, abgesehen davon, dass wir natürlich den Klimawandel versuchen müssen einzuschränken, soweit wir das hinkriegen, dass aber der Teil, den wir nicht hingekriegt haben, und der kann ja durchaus erheblich sein, dass wir mit denen durch Anpassungen umgehen müssen. Und das zeigt eigentlich dieses Titelblatt wirklich sehr schön. Natürlich ist es so, wenn man sich den Herrn Guterres dann anhört, der dann gesagt, wir sind on the highway to hell oder sowas in der Art und Weise. Momentan blüht die alarmistische Sprache wieder ganz erheblich und Zwischentöne sind nicht so gern gesehen. Obwohl ich bemerke jetzt in den Medien in den letzten Tagen, es wird doch stärker nachgefragt, auch nach diesen Zwischentönen. Ich habe schon den Eindruck, dass sozusagen eine etwas ruhigere Vernunft im stärkeren Maße Platz greift. Mich würde interessieren, wie das in der Wissenschaftsgemeinde selbst diskutiert wird. Also Sie selbst haben am Helmholtz-Institut gearbeitet, am Max-Planck-Institut. Wenn Sie sich da zurückerinnern, beispielsweise an die einfachen Kantinengespräche, sage ich jetzt mal, gibt's da einen Alarmismus? Also hat man dort jeden Tag eigentlich Worst-Case-Szenarien diskutiert oder wie ist das in der Gemeinde selbst? Also ich bin jetzt ja Rentner und insofern gehe ich nicht mehr in die Kantine. Also das kann ich dann so nicht sagen, aber man selbst hat ja natürlich auch Einfluss darauf, wie dieses Gespräch läuft. Ich glaube, das hängt sehr von der Kultur des Hauses ab. In einigen Instituten ist eben das alarmistische Gerede viel mehr normal und vielleicht auch sozial befürwortet. In anderen pflegt man eher doch die Distanz zu dem Thema, wie es ja eigentlich auch aus den sogenannten Kudos-Normen für gute wissenschaftliche Praxis hervorgeht, dass man das machen sollte. Also das, was in den Medien dann aufschlägt, ist nicht unbedingt das, was tatsächlich in den wissenschaftlichen Einrichtungen diskutiert wird. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Vernunft in den wissenschaftlichen Einrichtungen, also die zurückhaltende Vernunft, die Distanz zum Thema durchaus da ist. Also es ist nicht so, dass die Klimaforschung vollständig zum Klimaaktivismus übergelaufen ist und vergessen hat, was eigentlich Wissenschaft ist. Aber wenn Sie von diesen Unterschieden in den einzelnen Institutionen sprechen, dann ist man ja auch, oder kann man sich fragen, liegt das an der reinen Kultur des Hauses oder muss man sich dann auch anschauen, vielleicht ein bisschen wissenschaftsphilosophisch, in welchem Kontext Wissenschaft angesiedelt ist, wo auch Abhängigkeiten von Wissenschaft beispielsweise bestehen. Wie würden Sie das im Kontext von Klimaforschung
beschreiben wollen. Wissenschaft agiert ja nie in einem luftleeren Raum. Ist mal, hat man ja bei Corona auch gesehen, ist mal näher an der Politik ran, mal weniger, ist abhängig von Fördergeldern, mal weniger. Inwieweit bestimmt das die Forschungskultur? Wir können ja sehen, dass die Klimawissenschaft in einer sogenannten postnormalen Phase sich befindet. Das ist eine Phase, in der zunächst einmal signifikante Teile des Wissens unsicher sind, und zwar nicht, weil die Wissenschaftler zu blöd sind, sondern weil die Evidenz eben nicht so eindeutig ist und auch absehbar nicht so eindeutig ist. Also etwa, wie schnell wird der Meeresspiegel steigen? Das ist eine strittige Frage und ist auch eine hochinteressante wissenschaftliche Frage. Aber es wird eben eine Weile dauern, bis wir das wirklich wissen. Und in 20 Jahren wissen wir das deutlich besser, einfach weil wir 20 Jahre zusätzlich haben. Dann geht es darum, wenn Werte im Spiel sind, und hier sind ja ganz erhebliche Werte im Spiel, wenn Entscheidungen dringend sind, wenn wir eben die Dekarbonisierung wollen, dann müssen wir aber langsam mal in die Puschen kommen. Und übrigens sind wir auch in den Puschen. Meiner Meinung nach. Das sind drei wesentliche Kriterien. Und in dieser Situation, also das Wort ist nicht erfunden worden für die Klimaforschung, stellt sich heraus, dass dann weniger das sozusagen das kalte Konstruieren von Wissen, Herausarbeiten von Wissen von vielen als Hauptaufgabe gesehen wird, sondern eben die Unterstützung einer bestimmten politischen Agenda. Das haben wir auch empirisch nachgewiesen. Wir haben Umfragen gemacht unter jüngeren Wissenschaftlern und da stellt sich Klimawissenschaftlern. Und da stellt sich dann heraus, dass tatsächlich in Europa zumindest eine Mehrheit der jungen Leute dafür ist, dass die Hauptaufgabe der Klimaforschung ist, die Bevölkerung zu motivieren zur Aktion. Das ist natürlich ein bisschen, die Alternative war unter anderem festzustellen, was denn mit dem Klima geschieht, wer denn die hauptsächlichen Treiber sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das bedeutet im Grunde, dass die jungen Wissenschaftler gesagt haben, die Hauptaufgabe der Wissenschaft ist nicht mehr Wissen zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass die richtige Conclusion gezogen wird aus dem, was weite Teile sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch, was da dann passiert. Jetzt sprachen wir über Alarmismus. Wenn wir es mal runterbrechen, ich sage einmal, Beunruhigung ist ja durchaus etwas, was angebracht sein könnte. Jennifer Morgan etwa, die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für Klimaangelegenheiten, spricht in einem Interview jetzt sehr unverhohlen darüber, dass das sogenannte 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen sein wird. Ähnliches sagt auch das UN-Umweltprogramm. Andere sehen längst das 2-Grad-Ziel gefährdet. Sie selbst haben ja sich mit Modellen als Wissenschaftler sehr intensiv beschäftigt. Wie aussagekräftig und wie gut sind Modelle heute, auf denen diese Prognosen beruhen? Das Problem sind hier nicht die Modelle. Die haben sich da auch nicht wesentlich geändert, sondern diese Modelle werden, wie wir in unserer Sprache sagen, angetrieben. Man muss etwas dem Modell zu futtern geben und dann sehen wir, wie weit es dann das Modell zunimmt, dicker wird oder was auch immer, also irgendwelche Eigenschaften entwickeln. Also es kommt darauf an, was stecke ich da rein? Und das ist der kritische Punkt. Natürlich kann ich ein Modell dazu kriegen, sich nicht mehr zu wärmen als 1,5 Grad, dann muss ich nur entsprechend die Emissionen von Treibhausgasen runtersetzen. Und wenn ich die nicht runtersetze, dann sagen alle Modelle gleichmäßig, nee, das wird nichts. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie viel wird denn emittiert und was erwarte ich dort? Und da hat sich in der Tat, abgesehen davon, dass eben die Modelle vielleicht, man kann nicht unbedingt sagen, wesentlich sicherer geworden sind, aber hat sich doch ein bisschen was herausgeschält. Erstens, dass 2 Grad von Anfang an sehr kritisch ist. Also es ist nicht so, dass es jetzt erst kritisch ist, sondern dass es war die ganze Zeit schon kritisch. 1,5 Grad war eigentlich, für mich jedenfalls gesehen, absehbar nicht erreichbar. Und natürlich kann man sozusagen das Drama dadurch erhöhen, dass man zunächst mal ein Ziel vorgibt, das nicht erreichbar ist und dann hinterher losjammert, ey, das ist gar nicht erreichbar. Wir verscheitern hier und die Welt geht unter. Andererseits kann man aber auch hören, was Frau Baerbock gesagt hat, also wir laufen auf die Klimakatastrophe von 2,5 Grad. Also die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur zum Ende des Jahrhunderts hin. Da würde ich sagen, 2,5 Grad wäre ein großartiger Erfolg, wenn wir das hinkriegen. Das heißt aber, das kriegen wir dadurch hin, dass wir die Emissionen eben weltweit erheblich runterfahren können. Da kann man verschieden optimistisch sein. Und dieser Optimismus von 1,5 Grad war, glaube ich, von Anfang an völlig daneben. Und wie ich las eben einen Artikel, ich weiß gar nicht wo, dass eben die geschätzten Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen wieder auf einem sehr hohen Wert für 2022 geschätzt werden. Also nichts von wegen Trendwende oder sowas in der Art und Weise, sondern mehr Business as usual. But Business as usual ist eben nicht mehr das, was wir
in unserem Jargon RCP 8.5 nennen, sondern eher 4.5 und das läuft dann eben auf 2,5, vielleicht 3 Grad hinaus. Das ist meiner Meinung nach ein ganz erheblicher Erfolg, den wir da eingefahren haben schon, dass wir über so eine Zahl reden und nicht über deutlich höhere Zahlen. Also insofern, man verschärft eben das Ziel immer weiter. Aus welchen Gründen kann man spekulieren, das ist eine politische Frage. Aber wir haben in dieser Hinsicht schon erhebliche Fortschritte gemacht. Bevor wir über mögliche Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen reden und über diverse Zahlen von 1,5 bis 2,5 oder darüber hinaus, ich würde gerne nochmal zu den Modellen zurückkommen. Sie sprachen jetzt eben davon, das Problem sind nicht die Modelle, sondern das, was ich in die Modelle reingebe. Sprich, das Problem sind die Daten, wenn ich es richtig verstehe, mit denen man... Nein, es sind nicht die Daten. Es sind die Emissionen. Wie viel Emissionen, nicht das Wissen über die Emissionen, sondern es sind die Emissionen selbst. Ich weiß ja nicht, wie viel emittiert wird. Hamburg will irgendwie, weiß nicht, 70% runter bis, weiß ich nicht genau, wie die Zahlen sind. Also will erheblich runterfahren bis 2030. Schaffen die Hamburger das nicht? Und wie viel gehen gleichzeitig die Emissionen in Südafrika hoch? Es geht nicht darum, dass die Zahlen nicht ausreichend sind. Die sind wunderbar. Ich glaube, es wird gut analysiert. Wir haben ein gutes Monitoring von Klimawandel, von Emissionen, all das. Das wird wunderbar gemacht. Alles kein Problem. Sondern es geht darum, im Einzelfall dafür zu sorgen, dass tatsächlich weniger emittiert wird. Nicht nur beschlossen wird, wir wollen weniger, sondern es tatsächlich geschieht. Das ist natürlich das eigentliche Problem, dass eben am Ende eben doch ziemlich viel emittiert wird. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Daten zurückkommen im Sinne von, es gibt ja immer Dinge, die man weiß und es gibt Dinge, die man weniger weiß und dann gibt es auch die Dinge, von denen man nicht mal weiß, dass man sie nicht weiß. Über Letzteres können wir jetzt wirklich nur spekulieren, davon wissen wir eben nichts. Aber wie ist das in Bezug auf diese Daten, die in die Modelle einfließen? Also gibt es Dinge, die wir vielleicht nicht wissen? Ja, also ich habe schon immer den Verdacht, dass es irgendwelche Würmer gibt, die im Boden leben und die aufgrund von Freisetzung von Radioaktivität jetzt die ganze Welt erwärmen. Nur dummerweise hat noch niemals jemand solche Würmer gesehen und es könnte also sein, dass es die gar nicht gibt. Aber als Wissenschaftler müssen wir natürlich immer gewärtig sein, es könnte sein, dass sich Dinge entwickeln in einer Art und Weise, wie wir sie nicht erwartet haben. Das ist einfach eine Eigenschaft von Wissenschaft und deshalb ist die Wissenschaft auch nicht die katholische Kirche. Die verkündet ja ewige Wahrheiten, wir verkünden beste Erklärungen for the time being. Und gemein bekannt ist ja dieser schöne Fall, dass möglicherweise führendste Physiker der Welt Ende des 19. Jahrhunderts erklärt hat, die Physik ist ausgeforscht, mehr oder minder. Und dann kamen plötzlich solche Schweinereien wie Quantenphysik und Kernspaltung und alles Mögliche. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass es solche Überraschungen gibt. Nur, momentan ist es nicht abzusehen, dass wir irgendwie wenn wir jetzt noch eine Tür aufmachen, dass da plötzlich eine Überraschung rauskommt, die das Ganze Verständnis auf den Kopf stellt. Es kann, letztes Jahr hat es kleinere Modifikationen gegeben, gerade beim Meeresspiegelanstieg, beim Verhalten von großen Eisschilden und derlei Dingen. Aber richtig wesentliche Dinge haben sich nicht geändert und wir haben eigentlich nur noch eine Baustelle, wo doch die Unsicherheiten erheblich sind, das sind die Wolken. Also wenn die Strahlung, und darum geht es ja, es geht ja darum, was geschieht mit der Energie, die eingestrahlt wird und wie viel geht da wieder raus. Und wenn da eben nicht die gleiche Menge rausgeht, wie reingeht, dann wird es wärmer. Das ist ja der Treibhauseffekt im Wesentlichen. Und die Wolken spielen dabei eine erhebliche Rolle, weil die reflektieren und selbst sind sie auch bei dem, die sind da mit drin. Und da wird, seitdem ich in dem Gebiet tätig bin, also seit den 70er Jahren, wird daran geforscht. Momentan scheint es so zu sein, dass die Überraschungen und die plötzlichen Wendungen eher aus dem Bereich der Politik kommen. Stichwort Ukraine-Krieg. Jetzt in Bezug auf die Frage, wie schaffen wir es, Emissionen zu reduzieren? Also zumindest temporär wird ja in der Politik eher, also zumindest in Deutschland, über einen temporären Wiedereinstieg in die Verbrennung fossiler Energieträger diskutiert. Oder kann man von Seiten der Forschung sagen, welche Effekte das auf den Klimawandel und auf die Erderwärmung haben wird? Ja, das kann man ziemlich gut sagen. Und zwar geht es ja eben einfach darum, was machen diese Maßnahmen mit den Emissionen? Und mehr, stärkere Emissionsminderung ist gut fürs Klima oder schlecht für den Klimawandel. Und mehr andersrum. Das ist ziemlich eindeutig. Man kann so nachrechnen, ich emittiere so und so viel mehr. Also ist die Erwartung für die Temperaturänderung zum Ende des Jahrhunderts so und so. Das kann man gut machen. Dabei ist aber zu beachten, dass diese
dieser Ansatz global gilt. Also wir haben den sogenannten Budgetansatz, der besagt, die Menge der gesamten Emissionen seit, sagen wir mal, 1900, also seitdem wir nennenswerte menschliche Emissionen haben, ist ja abgesehen vom Atmen, was ja also sein Teil ist, natürlich ein Kreislauf ist, dass das, egal wo und wann, dass das am Ende die Summe davon proportional ist zu der Temperaturänderung, die wir dann zum Beispiel im Jahr 2100 haben werden. Damit ist auch klar, es geht um den großen Kuchen, 35 bis 40 Gigatonnen CO2 plus andere Treibhausgase, die lasse ich jetzt mal weg, die müssen weg. Und wenn ich 1,5 oder 2 Grad erreichen will, 2 Grad erreichen will insbesondere, dann muss ich auf Netto Null kommen zu 2050. Netto Null und zwar global. Das ist der entscheidende Punkt. Und danach nennenswerte negative Emissionen haben, also CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen. Das ist auch unstrittig. Also das streitet keiner drüber, dass dem so ist. Wann nun genau diese Netto Null sein muss und sowas alles, das ist so in einem so drastischen System und mit den Unsicherheiten, die wir haben, kann man hinterfragen. Aber so Pi mal Daumen ist das, hat man sich darauf verständigt und darauf beruht ja auch das Ziel für den Vertrag von Paris. Also insofern muss man sich dann eben fragen, wie viel wird global emittiert? Und bei allen Maßnahmen muss man dann eigentlich fragen, wie ist die Wirksamkeit für die globale Frage? Kann ich mit dem gleichen Aufwand, den ich jetzt betreibe, möglicherweise einen höheren Minderungswert bekommen, wenn ich was anderes mache? Also wenn ich Moorburg in Hamburg abschalte, würde ich vielleicht einen höheren Effekt haben, wenn ich stattdessen ein neues Atomkraftwerk in Südafrika baue. Und dann kann man sagen, aber politisch möchte ich das nicht. Ich möchte nicht, dass da noch mehr Atomkraftwerke gebaut werden, weil die sind mir unheimlich oder die sind, haben diese und jene Folgen, dass der Müll rumliegt ewig und den Südafrikanern traue ich so und so nicht, dass sie damit ordentlich umgehen und dererlei Dinge. Das sind ja politische Maßnahmen. Aber die öffentliche Diskussion in Deutschland leidet darunter, dass die Frage der Wirksamkeit nicht gestellt wird, sondern summarisch gesagt wird, das ist ganz viel. Aber das ist nicht ganz viel. Der Gesamtbeitrag aus Deutschland und Europa ist durchaus nennenswert, aber es ist nicht Game Changer. Wenn wir also von heute auf morgen aufhören würden zu emittieren, dann würde die Tatsache des nicht mehr Emittierens eine Wirkung haben, aber keine sehr starke. Wenn es aber gelänge, zu sagen, also unsere Emissionsminderungen sind nicht so sehr als Minderung relevant, sondern als Demonstration, dass solche Minderungen möglich sind. Das wäre eine ganz andere Kiste. Das bringt mich zu der Frage, ob wir nicht partiell zumindest zu viel Energie auf das falsche Ziel bringen. Also die Frage um Emissionsverringerung ist ja die Frage, die zentral in der, zumindest in Deutschland, in der Debatte steht. Müssten wir nicht viel mehr dahin kommen, uns mittlerweile zu fragen, wie wir präventiv die Auswirkung der Erderwärmung eindämmen können? Das ist natürlich eine politische Einschätzung. Ich persönlich würde sagen, na, die Hauptaufgabe sollte schon sein, die Emissionen runterzubringen, weil je weniger Emissionen da sind, umso weniger muss ich mich anpassen. Das kann ja, hat ja auch noch weitere positive Nebeneffekte, wenn wir Emissionen runterbringen. Also zum Beispiel in China insbesondere die Luftqualität, wenn da weniger Kohle verbrannt wird, das ist ein gravierendes Problem da. Kann vermutlich auch noch viele andere positive Nebenwirkungen haben. Eine Modernisierung, Elektrifizierung und sowas alles. Das wäre alles schon ganz schön, wenn wir das hinkriegen würden. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, es treten ja Klimaänderungen ein und die haben Folgen. Und mit denen, auch wenn wir sehr erfolgreich sind bei der Minderung der Emissionen, müssen wir umgehen. Das heißt, diese sogenannte Anpassung, diesen Teil nennt man die Anpassung an den eingetretenen Klimawandel, den müssen wir auch auf unserer Agenda haben, aber nicht in dem Sinne, dass die Anpassung die Minderung ersetzt oder überflüssig macht oder sonst was, sondern beide müssen gemacht werden. Nur zu sagen, also die Minderung, das ist es, und das ist ja in der Mainstream in Deutschland der Fall, das greift zu kurz. In den Amtsstuben, ich war eben bei Deichverbänden am Niederrhein, da wird ganz anders gedacht. Da denkt man eben tatsächlich, ja, wir müssen was tun mit den Deichen. Und es ist tatsächlich schändlich, wie wenig dort geschieht, insbesondere nach der Ahrflut. Ist es nicht so, dass es ein Oder ist, sondern ein Und. Und tatsächlich scheint mir die Minderung der Emissionen wichtiger, aber das andere, das heißt nicht, dass ich mich um das andere nicht auch massiv kümmern muss. Das ist klar. Mir ging es nur darum, ob wir gerade in Deutschland, wo es ja immer so diesen Hang zur reinen Lehre gibt, so einfach zu sehr dieses eine Ziel fokussieren und das andere Ziel aus dem Auge. Ja, das ist ganz zweifellos so.
Sie sind ja Schleswig-Holsteiner, gebürtig zumindest, und haben von daher auch den besseren Überblick, wie diese Debatte beispielsweise in Dänemark, die jetzt in Sachen Küstenschutz ja wahrscheinlich noch viel mehr von dem Steigen der Wasserpegel betroffen sind als wir in Deutschland oder in den Niederlanden, wie dort die Debatte geführt wird. Gibt es da andere Schwerpunkte? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Erstens bin ich Schleswig-Holsteiner und das, wenn man das einmal ist, dann bleibt man das auch. Und Dänemark kenne ich auch ganz gut. Aber ich traue mir da nicht zu, also eine allgemeine Einschätzung abzugeben, wie die öffentliche Debatte ist. Mein Eindruck ist dadurch, wenn ich Zeitungen lese, und das tue ich dann auch ausführlich, auch durchaus täglich, dass der Mainstream in Dänemark so funktioniert wie in Deutschland. Natürlich wie immer in Dänemark ein bisschen weniger dramatisch, ein bisschen weniger radikal, wird nicht so auf die Pauke gehauen. Und in den Niederlanden, glaube ich, ist das so ähnlich. Aber das ist so jetzt sehr spekulativ. Also so würde ich mal sagen, in erster Näherung sind wir alle Küstenländer, hier Norddeutschland, Dänemark, Niederlande. Und insofern gehen die Leute, die damit wirklich zu tun haben, auch ähnlich um. Das bedeutet insbesondere, gerade in Schleswig-Holstein wird das, glaube ich, sehr gut gemacht, dass man die Anpassung doch sehr für den Fall des Meeresspiegelsanstieges, das heißt insbesondere für den Fall von Sturmfluten, dass man damit vernünftig und gut umgeht und auch die Sache eigentlich ganz gut versteht, sowohl was die Nordsee als auch die Ostsee angeht. Vielleicht kommen wir auch nochmal am Ende zur Politik, denn während wir reden, ist der letzte Tag der Weltklimakonferenz. Die wird doch mal, meist wird die doch verlängert. Ja? Ich meine, ich habe keine Informationen dazu, aber ich würde annehmen, dass sie dann kurz vorher dann nochmal verlängern um 12 Stunden. Das gehört zur Inszenierung dazu. Das gehört zur Zeremonie mittlerweile dazu, das ist richtig, ja. Aber was erwarten Sie sich von der aktuellen Weltklimakonferenz in Ägypten? Zunächst einmal ein öffentliches Gewitter in Deutschland, eine Dramatisierung, vielleicht ein paar neue Leute, die sich irgendwo festkleben. Also in der Sache in Deutschland wenig. In der Sache weltweit hoffe ich, dass die Frage, wie verbessern wir die Situation, was man früher Dritte Welt nannte, gegenüber klimatischen Extremen. Das nicht unbedingt, heutzutage wird ja immer gesagt, jeder Hurricane ist klimawandelbedingt. Das ist natürlich nicht so. Also es gab also fürchterlichste Katastrophen, etwa 1970, ich weiß gar nicht, ob das damals noch Ostpakistan war oder Bangladesch, wo 500.000 Menschen aufgrund eines tropischen Sturmes zu Tode kamen. Denken Sie auch an den Nargis-Sturm, der eben 100.000 Menschen in Myanmar zu Tode brachte, weil die Behörden vollkommen unfähig waren, die Warnung von dem Sturm rechtzeitig rauszubringen und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Also diese Dinge müssen besser werden und sie werden besser. Also wir haben nicht mehr diese furchtbaren Opferzahlen in Bangladesch. Wir haben auch nicht mehr diese furchtbaren Opferzahlen für Überschwemmungen in China, wo dann ja von einer Million oder sowas die Rede war. Also da ist es schon besser geworden, aber da sollte es noch besser werden, dass wir hier die Anpassungsfähigkeit in der dritten Welt unterstützen, und zwar im Sinne einer Modernisierung, dass insgesamt auch die anderen Ziele, wie eben Wasserversorgung, bla bla bla, die von den Vereinten Nationen vorgegeben sind, dass die mit berücksichtigt werden und bei der Gelegenheit auch diese besser gemanagt werden können. Das hoffe ich mir, dass das ein Tick besser wird und dass dieser Gesichtspunkt in der internationalen Debatte stärker betont wird. Aber für Deutschland, für die interne Debatte erwarte ich da eigentlich nichts Besonderes. Es gab gerade in Deutschland eine Umfrage, haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, vom ZDF-Politbarometer oder im Auftrag des ZDF-Politbarometer, nachdem 77% der Bundesbürger ohnehin nicht mehr daran glauben, dass der Klimawandel effektiv bekämpft werden könne. Würden Sie sagen, als Wissenschaftler, es gibt stichhaltige Argumente für die Hoffnung und hoffentlich dann auch das Handeln der restlichen 23%, oder sind die eh auf einem Irrweg? Also da ist ja eben die Frage gewesen, wirksam. Und was meinen die mit wirksam? Meinen die damit 1,5 Grad? Und ich sage, ja, das schließe ich mich an. Meinen die 2,5 Grad? Sage ich, nö, das glaube ich schon. Wir können den Klimawandel beschränken. Wo wir dann landen, das weiß ich nicht. Ich hoffe bei einer höchst kleinen Zahl. Andererseits hat eben die letzten 2 Jahre haben auch gezeigt, dass es nicht so ist, wie von vielen Aktivisten behauptet wurde. Das Klimathema ist das wesentlichste, einzige Problem, das die Welt wirklich hat. Sondern wir sehen, dass wir jetzt ganz erheblich andere Probleme haben, nämlich die Inflation. Wir haben das Wiederaufflammen von militärischen Aktionen, Ukraine-Krieg. Und wir haben die Pandemie gehabt. Das heißt, wir müssen also durchaus
viele Themen auf dem Zettel haben, die wir gleichzeitig behandeln müssen. Teilweise hängen die natürlich auch irgendwie zusammen miteinander, natürlich gerade die Inflation oder der Krieg. Also dass da ein vernünftigerer Zugang erfolgt und nicht mehr gesagt, wir haben nur dieses eine Thema, was vielleicht der deutschen Volksseele besonders gut tut, aber letztendlich nicht unbedingt an dem Problem orientiert ist. Nämlich, wir müssen das begrenzen, wir dürfen aber nicht die Aufmerksamkeit für die anderen Probleme, die wir haben, vernachlässigen bei der Gelegenheit. Und wir sollten auch nicht anderen Leuten sagen, was sie tun sollen, denn die wissen eigentlich auch ganz gut, was für sie selbst gut ist. Also dieses Moralisieren und sagen, wir zeigen euch mal, wie es geht, das finde ich eigentlich schade. Es gab eine schöne kleine Karikatur im Spiegel Online, wo also ein wohlgenährter europäischer Mann im weißen Hemd und einem Schild schützt das Klima oder sowas vor einer mehrköpfigen indischen Familie steht und ihnen dann sagt, also hören Sie mal zu, ich verzichte jetzt hier auf meinen Burger, dann könnt ihr doch wohl auch auf den Zuwachs eures Wohlstandes verzichten. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die wir tatsächlich hier haben, weil man glaubt, wir in Deutschland können das machen. Nein, das können wir nicht. Wir können mit beitragen. Wie viel wird man auch sehen? Ich glaube nicht sehr viel, aber etwas. Und wir könnten auch die Bürger, die sich ja gerne was tun wollen, selbst was tun wollen. Die können also tatsächlich auch Dinge tun, nur der Verzicht auf Strohhalme, also Plastikstrohhalme, bringt es dann nicht. Aber man könnte, mir sind drei Dinge eingefallen, auf die man verzichten könnte. Nämlich diejenigen, die wohlhabend sind, richtig wohlhabend sind, können auf einen Teil ihres Gehalts verzichten und Fonds bilden, die ausgerichtet sind, um bestimmte Technologien kurzfristig zu entwickeln. Ich nenne sowas Kennedys Mondflug. In 10 years we have a man on the moon. Ich glaube, er hat man gesagt. Ich weiß nicht, ob das durfte, war. Und sowas in der Art und Weise, in 10 Jahren haben wir klimaneutrale Schiffsantriebe, die wirtschaftlich sind. Zweitens können die Menschen sagen, ich bin bereit, Technologien, die klimafreundlich sind, jetzt auszuprobieren und zu testen, selbst wenn sie noch nicht vollkommen entwickelt sind. Denken Sie an die LED-Lampen, denen wir ja doch viele von uns hatten dann diese fürchterlichen Funzeln da, die nicht ordentlich leuchteten und sowas alles. Aber inzwischen sind das ja wunderbarste Produkte geworden. Auch weil wir die eben vorzeitig eingesetzt haben. Und das dritte ist das Verzicht auf das St. Florians-Prinzip. Dass wir nämlich sagen, naja, also wenn klimaneutrale Maßnahmen da sind oder Techniken erprobt werden, die zeigen, dass es funktioniert, dann muss ich es eventuell hinnehmen, dass ich in einiger Entfernung von meinem Haus, und das müssen nicht 80 Kilometer sein, eine neue Bahnstrecke habe. Dass ich also nicht dieses Verzicht darauf, auf jeden Furz zu klagen, weil dies oder jenes da ist, was natürlich objektiv tatsächlich die Dekarbonisierung behindert. Da sind durchaus Möglichkeiten, das zu tun. Und ich würde sagen, es ist einiges an Spielraum, was man als Einzelner da tun kann. Aber es ist eben nicht der Verzicht auf die Plastik-Trinkröhren. Herzlichen Dank für den wirklich noch handfesten Schluss. Und herzlichen Dank für das Gespräch überhaupt. Das fand ich sehr informativ und bereichernd. Ja, ich hoffe, ich habe die Zwischentöne ausreichend mitgebracht. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast nachzuhören gibt. Entweder auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.